Wir wollen aber immer noch. Juhu, das kann man ja doch bestimmt. Was zur. Nicht? Ah, okay. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Das Ding müssen wir natürlich erst aktivieren. Dann geht wahrscheinlich hier die Tür auf. Ja, genauso wie vermutet. So. Ah, und jetzt kommen wir nämlich auch da rein, in dieses Röhrchen, wo wir hin müssen. Wie kommst du denn voran? Sehr gut, ich habe schon zwei Crewmitglieder getötet, gerettet. Getötet. War das nicht das Ziel der Sache? Ich weiß ja nicht, was du spielst, aber irgendwie muss ich keine Crewmitglieder bei VVV töten. Das ist ja sogar noch ein sozusagen ein Oldschool Let's Play von mir. Mit Das Ilmik, ist ja, ne? das ist noch auf Ilmeg, ja. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich das nicht einmal komplett rüberlade. Schreibt doch am besten mal in die Kommentare, wie ihr das finden würdet, wenn ich auf Korga die Videos von Ilmik übernehmen würde. Wäre zumindest mal so ganz nett. Weil dann wüsste ich, ob das eine gute oder eine eher weniger gute Idee ist. Lol, ich feier erstmal ganz runter. Finde ich eine gute Idee. Wow! Wir haben den Zug gefunden. Kranke Scheiße. Der Haben ihn Zug ist uns einfach mal ins irgendwie eine Gefängnis gebracht. Warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Wie alles. eine riesige Er ist Kirche. weg. Ihr seid zu spät. Diese Anmaßung, diese Arroganz, diese abscheulichen Tischmanieren. Sie sind die Zerstörer des Wunderlands. Entehrer, Verstörer, Entblößer, entzückend. Haben Sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient. Lass mich sofort runter! Ich soll genug verlabert! Kampfzeit, Fräulein! Kampfzeit? Oh, fuck it. Gegen wen oder was soll ich denn kämpfen? Lasst falsche Hoffnung fahren! Vergesst, was gewesen! Es ist vollbracht! Okay. Wahnsinn, Die Ratte hält geht ein Zug. Enrage und der Spinnt Hase den auch. Irrwitz fort! Was zur Hölle? Oh. Cool. Ich muss doch nicht kämpfen. Ja. Weil die Ratte und der Hase irgendwie ziemlich schlechte Konstrukteure sind. Und die Gäste. Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft. Bitte, Hutmacher, du hast es versprochen. Wohin fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir. Sofort. Jetzt ist keine Zeit für deine Themen. Es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit Suppe nicht mehr oder eher die Spiegel trinken. Die zwei sind bewusstlos und er will mit denen Tee trinken. Okay. Nee, die sind tot. Sind die tot? Diese Leute nennt man Nekrophile Sodomisten. Naja, wenn das Tiere wären. Sind's ja. Dann ist es eine Ratte und ein Hase. Dann ist er ein Nekrophiler Sodomist. Weil er Tee mit denen trinkt. Das fängt nur mit Tee an. Ach so. Okay, wir ertrinken im Tee und es wird geladen, ungespeichert. Und er lädt nochmal. Hä? Im Ladescreen lädt nochmal der Ladescreen oder was? Das war gerade alles sehr mysteriös. Und ich habe ein schwarzes Bild. Was ist hier los? Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Oh. Gelobt seien alle Heiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehmen Sie mit in die Mangled Mermaid und mit mir ins Bett. Im Dunkeln lässt sie's gut rumpeln, hä? Was Was?
macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg. Sie sind hier so zwei Angler und wollen einfach mal Alice erstmal verführen. Geil. Ja, das nennt man dann, glaube ich, aber eher wieder. Nanny kannte sie. Ja. Kilobär! Ja, ich würde fast sagen, das. Wollen wir weitermachen oder wollen wir aufhören? Ach, das ist mir egal, das musst du doch wissen. Ja, mir ist es egal, sag an. Du bist der Aufnehmer. Okay, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Weil ich habe gerade übelst Bock drauf. Weil dieses Spiel einfach. Ich werde bis noch vom. Vom Ende weg. Ich habe gerade das erste Kapitel abgeschlossen. Und wie viele gibt es? 5. Ich guck mal eben nach, wie viele Parts schon oben sind. Sie 5. 5 erst? Ja. Ach du Scheiße, das kommt mir schon vor wie 8 Millionen. So, hier ist die Mangle Mermaid. Da wollen wir hin. Guck mal nach. 6 sind oben. Wo ist die Katze hin, frage ich mich jetzt. Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettarschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt frisch. Verpiss dich, du Schwanzlurch. Aber Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine dicke Nutte Schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Okay, eine Nutte hat uns gerade aufgefordert, die Treppe hochzukommen. Soll ich mir jetzt Gedanken machen? Nee. Oh, hier kippt ein Besoffener um. Oh ja, hier klingt's schon nach Partystimmung in The Mangle Mermaid. Da prügen sich welche. Auch nicht schlecht. Hör auf, der wird doch geschlachtet. Dann 3 Schilling. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde, sie hat nichts getan. Sie hat meine Gefühle verletzt. What the fuck? Uns hat so ein Typ umgeboxt und hier brennt's jetzt. Was geht denn ab? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Okay. Und jetzt? Hallo, Spiel? Wow. Was zur Hölle? Ah, da erinnere ich mich schon eher dran. Die Eislandschaft, die ist cool. Und unser Kleid ist cool. Ich finde das super geil. Ja, ich stehe auf Frauenkleider. In Alice. Ha. Direkt ein Geheimnis gefunden. Weil es einfach total offensichtlich war. Und hier gibt's eine goldene Flasche. Genau. Ich habe auch inzwischen nachgeguckt, was die Flaschen bringen. Man kann damit Artworks freischalten. Wow. Ja. Immerhin etwas. Sie sind nicht nutzlos. Also, immerhin. So. Jetzt ist nur die Frage, wo wollen wir lang? Oben oder unten? Wir gehen mal oben lang. Ah, ist eh derselbe Weg, okay. Oh je, nein. Hier gibt's die neuen Gegner. Die neuen Gegner, die einfach nur schlimm sind. Die sind wirklich der größte Abschaum, der in Alice existiert. Oh nein, ey, nicht schon wieder so einer. Au, ey, ich bin gesprungen. Verdammtes Miststück. Also nicht Alice. Sag mal. Ich bin gerade echt zu doof zum Ausweichen. Wow, das war knapp.
Ey, was? Was? Es geht ab. Bam. So. Das wäre zumindest schon mal geregelt. Aua. Oh, fuck it. Nix gibt's. Nicht mit mir, mein Freund. Du bist leider tot. Sodele. Schon viel besser. Was ist denn das? Ernsthaft? Ah, da brauchen wir erst ein Pferdchen noch für. Okay. Was ist denn das? Ein Yeti? Ich habe einen Yeti gefunden. Ist geil, ja. Wie bitte? Ich habe einen Yeti gefunden. Geil. Der pustet irgendwie Schnee. Sieht extrem lustig aus. Vor allen Dingen, weil er irgendwie aussieht wie so ein Waschlappen im Gesicht. Okay. Yes! Direkt durch. Oh mein Gott. Ich bin ja so skilled. Eigentlich nicht, aber... Hm. In dem Fall ausnahmsweise doch, würde ich fast sagen. okay. Yay, wir rutschen! Das Pferd! Oh mein Gott, meine absolute Lieblingswaffe in Alice. Und ab jetzt wird es auch hauptsächlich nur noch die Waffe geben, weil die ist einfach toll. Also so richtig toll. Okay. Jetzt weiß ich nur Eisschnark. Schnark heißen die. Knuffig. Wo konnte ich die Waffe wechseln? Auf E. Auf E? Nein. Auf F? Nein. Leertaste? Fuck, wo konnte ich das wechseln? Mausrad. Ah! Auf. So. Schluss mit lustig. Auf der 3 ist die. Wieso auch immer. Aua! Bams! Wo seid ihr? Da. Bams! So, aufgeräumt ist. Getötet haben wir auch alles. Genauso muss es sein. Jetzt ist nur die Frage, okay, jetzt komme ich hier noch durch. Bam. Bam. Alice goes enrage. Hey, ich habe noch eine Schnauze gefunden. Halt die Schnauze, du Schnauze. Und wieder eine Erinnerung. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschen. Okay, also Maus 1 und 3 ist schon mal Waffe wechseln. Das ist gut zu wissen. Finde ich zumindest. So. Und so lässt sich das doch schon viel besser kämpfen.
Achso. Bisschen zu spät reagiert. Weil, wenn man eingefroren ist, kann man so schlecht ausweichen, habe ich gerade feststellen dürfen. Da bin ich auch der Meinung. Ja, wieso sagst du mir das nicht, Biscaya? Schäm dich. Nee. Na gut. Cool, ich habe noch eine Flasche gefunden. Biscaya, dich gibt's auch in dem Spiel. Ja. Ja. Eine Flasche. Oh. Flachwitz. Hat aber jetzt lang gedauert. Wieso ist hier ein Speicherpunkt? Das kann nichts Gutes heißen. Aber es gibt Heilung. Von daher ist mir alles egal. Aua! Oh, ich darf rutschen. Ich liebe diese Rutschlevel in Alice. Ohne Mist. Das Was macht ein so Clown im Büro? Faxen. Verstehst du? Der ist einfach nur so primitiv und schlecht, darüber kann man nicht lachen. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Alter, was hast du heute gefrühstückt oder keine Ahnung? Ist bei dir kaputt. Hast du noch irgendeinen schlechten Witz? Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Das hab ich. Ey, das hast du von Facebook geklaut. Nein. Doch. Oh, wie schlecht ist der denn? Was ist niedlich, hüpft über eine Wiese und qualmt? Ein Kaminchen. Den finde ich noch nicht mal mehr so schlecht. Habe ich schon schlechtere in letzter Zeit gehört. Ey, und schon wieder kriege ich einfach übelst aufs Fressbrett von denen. Wie schlecht ist der? In St. Pauli wurde gestern ein Sarg gefunden. Den hat man aber nicht öffnen können. War ein Zuhälter drin. Was? Oh mein Gott. Ey, den Witz, den kannte ich hier schon. Neueste. Ja. So. Jetzt nehme ich mal die Flops. Jetzt bitte tot sein? Danke. Ey, wie ich diese Gegner einfach wirklich abgrundtief hasse. Und jetzt erzähle ich den besten Witz. Warum schlafen Christen am Sonntag nie bis 12 Uhr? Weil sie vorher in die Kirche müssen. Wow. Der hat minus 768 Bewertungen. Wieso nur? Mann, ist der schlecht. Alter, ist der heftig. Es gibt nie ein Licht am Ende des Tunnels, es sei denn, man ist Lady Di. Ah, da bist du ja, Alice. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Hä, wie bitte? Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Also, gemeinsam. Weiß ich nicht. A, beide sind gewaltig, ja doch, gewaltig. B, beide sind grausam. C, beide sind wahllos und zerstörerisch. Das alles ist nur ein... was? Das alles, nur meinst du... Was? Mein? Nur meint es der Tornado nicht so. Tornado? Was für ein Tornado? LOL! Die haben gefailed! Aber nein... Wahllos und zerstörerisch. Sind sie nicht Am beide? Am Tage stopft man ihnen das Maul. Nachts stehen sie vom Bett und gehen in faul. Okay. Schuhe. Richtig.
Mann, hat der komische Rätsel. Das mit dem Dings war übrigens falsch. Was macht ein Mann ohne Beine? Sackhüpfen. Schmeckt. Sky, ja. Wieso bist du so qualitativ hochwertig heute schon wieder? Naja, ich würde fast sagen, das reicht für heute. Bevor Biskaya euch noch hier mit schlechten Flachwitzen zu Tode langweilt. Deswegen sag ich jetzt erstmal tschüss und du am besten auch. Tschüss.